Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate Classic. Es fehlen nur noch wenige Charaktere. Und unser nächster ist, laut der Musik zu urteilen. Genau. Gut. Soll ich ein Ticket einsetzen? Ich glaube ja, ne? Komm. Machen wir mal. Kongress der Kontercracks. Oh ne. Was ist das? Lässt sogar noch treffen. Kannst auch ruhig hier nach oben kommen, ne? Also. Meine Kante. Tschüss. Gut. Er hat nichts gemacht. Also. Gut. Was war das für ein Kampf? Was war das? Okay. Ja, die können. Man kann Bayonetta und Konter einsetzen. So, mal gucken, ob diese versteckte Fähigkeit von Lucario was bringt. Also, je mehr Schaden er bekommt, desto stärker wird er. Oh, wer ist er denn? Keine Ahnung, aber der macht die alle fertig. Gut. Sehr schön. Läuft gut bisher. Ich habe ein Ticket gut investiert bisher. Aber kann ja noch was passieren, ne? Ja, wir werden gegen viele Fire Emblem Charaktere bestimmt kämpfen. Hast du jetzt nicht getan. Alter, was ist denn da so einfach auf einmal? Die versuchen es ja gar nicht. Versuchen gar nicht zu gewinnen. Ey. Dann mache ich doch nichts Außergewöhnliches. Ich gehe auf die los, hau die kaputt und fertig. Und wir eben den anderen. Ah, Takamaru oder Takamura oder was weiß ich. Irgendein japanischer Name. Boah, die fliegen nicht raus, ey. Da knallt die ganze gegen die blöde Decke. Danke. Isaac. Na, ich will da oben hin. Da unten ist langweilig. Ich krieg die Gegner da nicht kaputt. Ich werde immer mächtiger. Immer mächtiger werde ich. Oh Junge. Was ist das? Ja, die kommen nicht hier runter, oder was, ne? Hey. War doch voll aufgeladen. Hier. Was? Ich hab aber immer genau an, wenn ich auf den losgehe, der Schwarzritter. Weiß gar nicht, weiß überhaupt das Limit hier, wie stark Lucario werden kann mit seiner Aura. Ich glaube ab 100 ist schon Schluss, ne? Also der wird nicht noch stärker bei 300 oder so. Glaube ich. Ja. Okay, ich gebe mein Bestes, Leute. Boah. Der Schwarze Ritter fliegt nicht raus. Tschüss. Tschüss. Na, komm mal her. Boom. Boah. Das hättest du wohl gerne, ne? Wenn du mich damit triffst, ne? Die Aura umgibt mich. Und kryptisches Zeug. Boah, 0,2. Okay. Einige Fire Emblem Protagonisten auch. Dafür hat er hier so ein Konter-Dingen sein soll. Jetzt überraschend wenig Konter ein, wenn ihr mich fragt. Hm.
Ach, jetzt gleich, wo ich gemerkt habe, was das für ein Lied ist, hört der Kampf natürlich auf. Mann, die Runde ist ganz schön schnell. Also bis auf den einen Kampf vorhin. Quatschitze. Ja, du hast ja auch einen blöden Konter. Das kann Konter als Delegator, Mann. Ich habe schon einen Schatten gesehen am Boden. War du auch schon wieder so ein nerviger Charakter, der einfach nicht stillhalten kann, ne? Ich weiß ich gar nicht, ob die überhaupt wissen, was zu machen. Ich mache es immer stärker, ja, pass auf. Machst du da? Ach, genau, Knarre macht keinen Schaden oder Hydropumpe oder was auch immer. Irgendein Wassermove. So, will ich das? Ja. Das will ich. Du kannst dir überlegen, will ich mich hochhalten? Ich bin auch Lucario, aber was soll's. Dann kam der Erzkeule und 9.3. Gut. Muss ich nur noch halbwegs gut gegen Meister und Crazy Hand bestehen und wir haben's. Einfach so an der Wand. Dreck. Oh, was soll's. Boom. Tschüss. Gut. Ja, war ja klar. Trotzdem bisher noch sehr schnell. Ja, danke. Bist du jetzt auf was? Toll, eine spackt rum. Oder könnte ich auch Konter einsetzen? Will ich das? Ich will am mächtiger werden. Weg. Warum, wie viel stärker ich jetzt werde? Ja, schon heftig. Wenn ihr mich fragt. Ah, falsche Richtung. Na, aber einmal frage ich auf jeden Fall noch. Pass auf. So bekomme ich immer noch Schaden. Ja, ich habe Konter eingesetzt. Nein, habe ich nicht. Mich schon gefragt, warum nichts passiert ist. Boom, geil. Ja, ich habe noch nicht mal abgeschossen. Da war gut. 9.9 kommen. Jetzt war eine Menge Schaden, aber ja, glaube ich nicht. Doch 9.9. Nein, oder 9 Punkte. Win-Ticket hatten wir schon mal, ja, ne? Ich fasse nicht, dass ich die ganzen Tickets verschwendet habe, um mich wieder zu beleben. Immer ja, voll kacke. Okay, einige Leute, die den Titel gelesen haben, sehen ja schon, wer als nächstes kommt und fragen sich, warum es nicht Fuego ist, ne? Weil ist ja auch ein Pokémon. Ich habe da was anderes überlegt. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine Hunderunde. Klingt voll witzig. Und ja, wir haben zwei Hunde noch, die wir noch nicht gespielt haben. Einer ist Lucario. Den nächsten ist da schon. Und ja, das war überraschend einfach. In 10 Minuten erst. Natürlich.
Da werden wir dann erstmal, weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich danach noch irgendwas mache. Ja, komm. Mal schon. Auch nicht so wie ich krieg nicht mal 4 Sterne Geister. Ich glaube, ich krieg keine 4 Sterne Geister bei klassischem Modus. Also wenn ich bei 9.9 keine krieg, dann krieg ich gar keine. Das ist schon mal offensichtlich, ne, denke ich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie, ich habe irgendwie so geplant, nur klassisch Modus erstmal zu spielen, weil bei Abenteuermodus weiß ich ja nicht mehr so genau, wo ich hingehen soll, was ich noch machen kann. Aber wir hatten ja einen erfolgreichen Part letztes Mal. Also, aber es sind ja immer noch einige Brocken, von denen ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Ja, mal schauen. Ich habe vielleicht eine Idee, wie ich gegen Jeff gewinnen kann. Ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Aber kannst du mal versuchen. Jump up in the air. So, geh mit geile Sachen. Ticket Bonus. Sternzapper. Nö. Frey und Freya. Ich krieg nur ein Level 3. Aber ich krieg mein Ticket zurück. Okay. So, mindestens. So, als nächstes kommt Cup Duck Duck. Ich meine Duck Hunt Tour. Einer meiner Mains. Trubel im Tierreich. Ich weiß nicht, dass ich noch nicht Duck Hunt Tour gespielt habe. So, wir nehmen noch ein Ticket, weil wir haben gerade ein Zeug bekommen. Also warum nicht? Donkey Kong und Diddy Kong. Ich liebe es, mit Duck Hunt Duel zu kämpfen. Muss gar nicht irgendwie näher an die Gegner ran eigentlich. Holla! Hey, du schlägst mich ja voll. Die Dose macht auch schon eigentlich genug Schaden, also will man eigentlich mehr. Ja, wäre es gewesen, wenn mich das hier raushaut. Ja, seht ihr? Macht schon Schaden, ne? Bung. Nicht gut so. Da kann du passt irgendwie so richtig zu meinem Charakter, einfach nur trollen. So trolly wie möglich. Boom. Wenn jemand zu nahe kommt, genau wie als ich mit dem Vegas Dings gespielt habe, Night of the Old Republic, Old Republic meine ich, habe ich einen Charakter gespielt, der mehr oder weniger so Magier basiert ist, sag ich mal. Und oh Gott, und ich habe nie gewusst, also ich habe schon gewusst, ich habe meine Fähigkeiten leiste irgendwie voll mit Angriffen und so gehabt, und ich hatte keinen normalen Angriff irgendwie übrig, weil ich ein Magier bin, ne? Ich setze halt mehr Fähigkeiten ein und so, ne? Nur wenn ein Gegner zu nah mich herankommt, hätte ich den ja angreifen können mit meinem Lichtschwert, aber ich hatte den Angriff nie in meiner Leiste, also den normalen Angriff. Also stand ich immer da. Habe Hilfe gerufen. Was mache ich jetzt? Der ist zu nah mich heran. Wie heißt, wenn du den angreifst? Mein Lichtschwert war nur Dekoration, wie so eine Top-Pflanze. War einfach nur da. Ich habe dich gerettet, Wolf. Wer ist da drin gefangen gewesen? Okay. Warte mal, wo ist Wolf? Habe ich den gerade rausgehauen? Oh, die Dose.
Die Dose, die Dose. Warum explodiert denn das so? Ist das? Mein Gott, der war doch erst bei 50%. Von da kann ich mir kurz vor kurzem ein Amiibo geholt. Oh. Nee, da hatte ich mal irgendwas hundemäßig. Oh Gott, mein Zimmer drin ab. Ich hasse Hunde. Ich hasse sie wie die Pest. Ist irgendwie noch merkwürdiger gemacht hat. Duck Hunt mag weg, wenn man nicht mal meine Cowboys rufe, ne? Auf Blick raus. Sehr gut. Das Problem ist, wenn ich den Dings die Dose rufe, geil, gar nicht mehr dran gedacht, dann kann ich mich irgendwie auf gar nichts anderes konzentrieren und zum Beispiel mich zu bewegen oder was weiß ich. Blick raus, gut. Boah. Ich würde sagen, ich war auch kurz davor auszufliegen. Die ganze Zeit im Auge behalten, den Typen. Ich habe gar nicht auf mich geguckt. So spiele ich irgendwie Duck Hunt durch. Keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht meinen Charakter, ich habe nur meine Dose und den Gegner irgendwie in meinem Auge. Was es ein bisschen schwer macht, irgendwie aufzupassen. Kung Fu Ente! Okay. Was ist das? Ist das Pokéball? Pokéball flieg und Sieg. Gut. Wenn die Dose macht ja schon eigentlich genug Schaden, ne? Boah, ich habe den beinahe getroffen so. Geht so raus. Du auch. Mal voll Tierklamotten an, merke ich gerade erst. Ja, du flieg raus. Du auch. War doof. Nein, oh Gott, so war ich noch unverwundbar oder irgendwie sowas. So, was bist euch? Ich heim mich mal. Okay, was immer du einsetzt. Apfel. Einige davon kannst du gar nicht essen. Der Kampf dauert schon wieder viel zu lange, ey. Oh nein. Ich muss schon sagen, haut er mich jetzt raus? Und schon, die anderen haben sich auch nicht so angestellt. Will ich aber dich auch noch raushauen. Ja. So viele Punkte noch bekommen können, ey. Schon wieder viele. Hey, du hast den Hut abgeschossen, Mann. Kannst du es wagen? Was ist das? Ja, mach mir mehr Schaden, damit ich mächtiger werde. Hey. Hey. Oh nein, oh nein. Das haut mich jetzt raus. Ja. Der Level hat mich schon wieder rausgehauen. Ich wollte da weggehen, aber die haben mich schon wieder zurückgeballert, ey. Voll blöden. Bis durch. Voll übertriebener Teil eigentlich.
kämpft gegen Rathalos. Das ist auch ein Tier, mehr oder weniger, ne? Ist mehr Tier als Crazy An und Master And. 7,6, ey. Ich bin schon wieder. Fand ich schon wieder nicht gut. War schon wieder nicht gut, dass ich. Nee. Wenn ich hier ehrlich. Oh, lass mich durch. Oh, ehrlich. Boah, geh weg. Wenn ich schon wenig Punkte kriegt, dann hole ich mir halt hier welche. Boom. So, komm. Was gibt es noch für Tiere? Wer das eigentlich, ne? Ich wusste es. Ja, ein Hund und eine Ente gegen Drachen. Also ja, Flugweibern, Kampfwebern, und also spezielle Terminologien, wie man immer nennt. Ja, so Fang spielen. Ich will immer noch wissen, ob man den Schwanz von denen abpacken kann. Anscheinend kann man das nämlich, aber ich habe das noch nie geschafft. Also, so. Oh Gott. Was? Das ist der dritte. Was ist das? Den Schwanz getroffen, ja. Ah, sehr gut. Gerade mein Dings hier. Ich habe schon gefragt, was ist das? Boom, schon wieder. Tschüss. Du hast mir noch einmal raus, ne? Pass auf. Da liegt halt jetzt im Boden, ja, ne? Sehr gut. Da kommt direkt die Dose runtergeflogen. Mal schauen. Ah, nein. Oh Gott. Schwer nur zwei. Hier frisst. Boom. Geblockt und dann angegriffen direkt. Sehr gut. Sehr schön. Ja, noch besser, wenn er irgendwie bei 9 irgendwie gewesen wäre. Die Punktzahl. Aber was will man machen, ne? Wenn das Spiel nicht will, dann will das halt nicht, ne? Ja, ich habe nie Duck Hunt gespielt, also ich jetzt noch mal so erwähnen. Und ja, Nintendo Scope hatte ich auch nie, und das war halt NES. Ne, NES hatte ich nie. Ich hatte eine Super Nintendo. Ich glaube, da gab es nur so eine Bazooka oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Das ist auch nur so ein Spiel irgendwie, das jetzt nicht wirklich, keine Ahnung, mir auf Dauer irgendwie Spaß machen würde. Ich glaube, da würde ich für 5 Minuten spielen und dann in die Ecke hauen und nie wieder. Aber so war es halt nicht damals, ne? Damals gab es halt nur Spiele ohne Story und weiß nicht.
Pong. Und Pong macht noch halbwegs Bock. Komischerweise, wo du nur so zwei Striche bewegst, die in Quadrat durch die Gegend kicken. Aber egal. So hat man halt früher gespielt, ne? Ja, da bevorzuge ich schon lieber meine Rollenspiele, die irgendwie eine lange Story haben und so. Die Tales of Vesperia, was mittlerweile auf diesem Kanal ja sein müsste. Das vom Trailer, glaube ich, ne? Die Musik. Daniel Brönsturm stand da gerade. Was für ein krasser Name. So, wie viele Charaktere sind noch übrig? Ich glaube 7. Da ist nur noch 4-mal. Noch 4-mal schlafen und dann am Ball. Also ich mache die alle hintereinander. Keine Ahnung. Mit was halt hinter uns haben, da kann ich mich nur auf Abenteuerbus konzentrieren. Genau, ich weiß nicht, wie ich das mache. Irgendwie wird das schon gemacht werden auf diesem Kanal. Shinya Takahashi 2-mal stand da gerade. Wieso habe ich nur 1,5? Ja, sind sie mal 1,7 irgendwas. Glückwünsche. So. Was kriege ich denn? Sonnengruß. Habe ich schon den Links für den Kämpfergeist? Ich habe 2-mal genau den gleichen Geist bekommen. Was? Was ist denn die Chance dafür? Hallo? Ich habe die haben gewusst, ich mag Tiki, also gebe ich den 2-mal. Da war ja, guck mal, ob wir hier noch was machen können. So, wir haben hier noch S. Ich will aber Dings machen. Ich will Legende nur aufnehmen. Diese Dreier-Dinger, die mache ich auf jeden Fall. Und oh, nee, haben wir doch schon mal versucht. Ein bisschen der schon wieder, das ist genau die gleiche Level. Nein, das heißt, ich muss ja 2-mal machen. Hab ich jetzt schon gerne dies, aber oh, Legende Omega Ridley, ja, Feuerwehr für jede Metallverwandlung für Gegner, aber nur ein Gegner. Ich habe eine Idee, wie man das machen könnte. Boom. Natürlich ist das schwächer, ist ja sowas von klar. Power. Helfer Schreck, das könnte ich eigentlich auch benutzen. Metallschreck könnte gut werden, ja. Ultra Smash Ladetempo, warum nicht? Dann machen wir Startschaden noch. Der wird richtig auf die Fresse kriegen. Pass auf. Dann nehmen wir mal noch jemanden, den ich gut kann. Wie zum Beispiel, wo ist er? Aiko, prepare yourself. Gut. Ich bin immer noch, was soll's. So, mit Franklin Match würde den sein Feueratem wieder zurückgeworfen werden, den er natürlich noch nicht hat. Ja, da macht sich selber Schaden, gut, genauso muss das. Jawohl. 200% IQ Strategie. Ah, nein, mein Ding ist jetzt weg. Hat wieder ein Franklin Badge. Ich habe schon wieder ein Franklin Badge, was?
Oh Gott, der macht mich jetzt ja noch fertig. Pass auf. Was? Oh, okay, der wurde erledigt. Sehr. Wegen der Lava oder irgendwie sowas, ne? So, ich gehe auf voll und mal sicher. Also, ich will auf jeden Fall das Ding haben. Boom. Gut. Ah, schön. Kann ich hier nicht ein paar leeren Juwelen bekommen? Und versuchen wir noch einen. Meiner kommen würde. Das ist schon wieder Aas. Ja, wir werden auch überwiegend welche gezeigt, die ich noch nicht habe, ne? So, Becca Fiora. Helferschreck. Okay. Ach ja, der hat ja Startschaden, ne? Warte mal. So, ich hoffe ja natürlich, das ist ein Helfer, den ich auch erledigen kann, weil sonst bringt mir halt überhaupt nichts. Nee, natürlich nicht. Okay, was hat denn für ein Helfer? Was machst du da mit mir? Alter. Du hast wahrscheinlich irgendwas ausgerüstet, wenn ich dich schnell weghauen kann, ne? Tschüss. Immer noch da, jetzt ist er nicht mehr. Boom. Gibt's doch nicht. Nein. Na gut. Da bleibt, schaffe ich ja nicht, weil irgendwie treffe ich die überhaupt nicht. Ja, geil. Auf damit. Boah, warum gibt die mich jetzt so auf die Fresse? Komm her. Nein, das gibt es einfach nicht. Vor allem, ich schaffe das bis hierhin, ne? Boah, das gibt's jetzt, aber ich krieg die überhaupt nicht getroffen. Blöde Tusse. Was? Boah. Ich bin noch am Leben. Ich bin noch am Leben, was machst du jetzt? Flieg weg. Lebt noch. Nein. Er verschreckt, hat überhaupt nichts gemacht, merke ich gerade. Aber warte hier, komm, du kommst geface noch mal her, ey. So, Dingens hat überhaupt nichts gemacht, Helfer Schreck. Also machen wir ja nochmal Startschaden. So, das dürfte ja. Weil Ricky war irgendwie nicht so schwer jetzt zu erlegen. Hat uns gerade alle hochgeheilt. Oh, wisst euch. Der heilt uns ja alle hoch. Pisser. Weg von mir. Jetzt hat er schon wieder so eine Feuerblume. Aber ich heile mich jetzt immer. Was machst du jetzt?
Ja, mein Konter mit einem perfekten Blocken, ja. Geblockt, er gibt's einfach nicht. So. Guck mal her. Tschüss. So, jetzt wir beide wieder kommen. Ich habe da weggehauen, was machst du jetzt? Ah. Ich dachte, die Level war auf meiner Seite. Pfannkuchen, glaube ich. Ich nicht gesehen. So, tschüss. Boah, die lebt immer. Okay, Gott. Das Ding da unten hat die angegriffen. So, wir gehen wieder auf Nummer sicher. Machen beide Dinger hier. Ist nicht so einfach. Ich muss mich immer konzentrieren. Wann ist der Balken da? Und genau dann will ich nicht drücken. Das ist irgendwie so komisch zu erklären. Gut, ich würde aber sagen, das war's. Und wir kriegen immer noch nicht einen Meilenstein. Dreck. Immer noch nicht 10 Objekte eingesetzt. Gut, aber wir haben ein paar Sachen bekommen. Und ja. Nichts Neues. Nö. Also doch, aber brauche ich Geld. Alles klar, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bye bye.